In den letzten Jahren zentral geworden ist sicher die Frage der Fragmentierung oder möglicherweise sogar der gesellschaftlichen Polarisierung. Also zerfällt die Gesellschaft in immer kleinteiligere, parzellierte Gruppen? Wie ist gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich? Welche Solidaritätsressourcen haben wir? Was verbindet uns eigentlich? Ich beschäftige mich mit Fragen des Wandels der Sozialstruktur und sozialer Ungleichheit in modernen Gesellschaften. Mir geht es um die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft natürlich durch Wandlungsprozesse intern, aber auch durch Europäisierung, Globalisierung und Migration grundlegend verändert wird. Welche neuen Konfliktstrukturen bilden sich aus? Wer sind die Gewinner und Verlierer dieses Prozesses? Welche Dynamiken sind erkennbar? Was passiert eigentlich mit der Gesellschaft unter Bedingungen von Globalisierung? Wie aufnahmefähig sind unsere Gesellschaften für neue Gruppen? Aber auch werden Grenzen, werden Gesellschaften offener oder möglicherweise geschlossener oder vielleicht auch wählerischer in der Art und Weise, wie sie Mitgliedschaft und Zugang zum Territorium organisieren?